Ja, hey, Zeit für eine kleine Out-of-Season-Blutnacht. Ich hab voll Bock und der Gowski ist dabei und wir legen jetzt richtig los. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Und wir haben uns heute ein bisschen was Nettes vorgenommen. Ne, hier Oh seht ja. ihr unsere kleine Mini-Basis. Genau, erstmal kann der Michi Hallo sagen. Sag doch mal Hallo, Michi. Hey Mothra Hagas, no budget nerd hier. So, und hier seht ihr unsere kleine Alltagsbasis. Ganz simpel, ganz easy. Wir haben Schmieden ohne Ende. Wir haben irgendwie drei Bergbänke und drei Betonmischer. Und ja, ist die dritte Blutnacht, wie ihr seht, Tag 21. Und wir haben hier draußen ein bisschen was vorbereitet. Michi, mach doch mal Licht an. Klack. So, haben wir ein bisschen elektrisches Licht. Ich musste ein bisschen was runternehmen, weil sonst die Framerate bei Michi zu hart eingebrochen ist. Und ihr seht schon, wo ich hier zwischenstehe. Ich stehe hier zwischen einigen Palisaden und insgesamt 500 Minen. Mal schauen, was daraus Jede wird. Ne, wir haben den Blatten-Counter auf 24, haben also dreimal so viel wie normal. Haben hier nebendran noch ein paar Shotgun-Türme stehen und ja, zeigt doch mal unsere kleine Special-Überraschung für die Viecher. Seid ihr bereit, Kinder? Zip, 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 zip. Wir haben einen kleinen Fallengraben gebaut. Und ich Oh ja. hab letztens schon überlegt, man hätte sie auch anders platzieren können, so quasi ebenerdig und denen die Beine wegschnetzeln. Das wäre auch geil gewesen. Ja. Aber wir haben jetzt erstmal das hier. Und ja, ich gehe gerade mal rein in die Hütte. Oh, da war schon die erste Mine, scheiße. Trottel. Ups. Ja, wir haben nicht vor, hier rauszugehen im Übrigen, ne? Also ich glaube, das ist soweit klar. Mach hier einmal dicht, damit hier auch erstmal keiner rankommt. Also Und in der mach. letzten Blutnacht, aufgrund des hohen Zombie-Counters, ist uns diese Hütte extrem eingerissen worden. Ja, hier seht ihr noch Und tatsächlich ein paar Reste. wer das Spiel kennt, der weiß, dass bei jeder Nacht mehr und mehr Zombies kommen. Das heißt, diesmal werden es noch mehr. Das heißt, wir mussten extrem viel grinden. Ja. Looten und alles Mögliche, damit wir so viel Stuff zusammengewerkelt kriegen. Ja, es ist, wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Genau, mein Problem ist gerade, dass ich etwas untermunitioniert bin. Hast du alle Seiten an? Ich habe alle Seiten an, Oh, ja. mir fällt gerade mal was auf. Oh, ich habe ganz schön Quatsch gemacht. Zack. Türen auf. Türen auf. Naja, wenn wir nicht wollen, dass sie uns gleich aufs Dach hüpfen, sollte ich vielleicht diese Barrikaden hier mal abbauen, die ich hier vorne noch stehen hatte, um die Ja, Verkabelung nicht anzubringen. verkehrt. So. Nee, du gehst mir jetzt auf den Zünder hier. Das machen die direkt weg. Ja, sicherlich. Aber ich muss den ja nicht hier noch eine Leiter hinbauen. Ja, das ist richtig. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht großartige Hoffnung, dass es viel bringen wird. Nee, Denn wahrscheinlich nicht. der HP-Counter dieser Wunderfall, der von Klingenfallen, ist nur bei, ich glaube, 1500 oder so war das, ne? 2000. 2500, glaube ich, aber das ist auch nicht die Welt. Das war aber relativ, das ist relativ wenig im Vergleich der Masse, die bei uns auf uns Genau, einströmen also wird. tatsächlich haben wir die letzte Blutmacht auch mit drei Leuten gespielt. Und von daher wird das halt nochmal ein bisschen weniger sein diesmal, aber dafür halt in der dritten Blutnacht, ne? Wir Okay, dürfen der gesch. Schreier weggemacht. Das ist schon mal gut. Ja, es sind nicht übrigens nicht mehr ganz 500 Minen. Ein paar wurden schon, naja, waren Ein, da. einer. Einer hat Ragnar gerade weggemacht und ja. Ja, und ein paar kamen zwischendurch halt an und meinten, sie müssten hier Bambule machen und das fanden wir doof. Beziehungsweise fanden die Minen doof. So, das letzte Mal bei Michi auf dem Server hatten wir tatsächlich das Problem, dass die Shotgun-Türme nicht funktioniert haben. Ich hoffe, das ist sieht diesmal anders aus. Ich muss jetzt tatsächlich schon hier meine Ja, Binden stimmt. verbrauchen. Das ist ganz schön assi. Das habe ich mir so nicht vorgestellt. Aber ich glaube, beim letzten Mal haben die doch eigentlich funktioniert, oder? Ich meine, sie waren relativ schnell leer geschossen in der letzten Gegner. Das stimmt. Oh, ich habe keine Pillen mitgenommen. Das ist doof. Was für Pillen? Schmerzpillen. Naja, egal. Ist dann halt einmal so. So, die Sache ist, wenn wir sterben, kommen wir halt nicht wieder rein, ne?
Das ist halt ein bisschen doof. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Grund, warum ich diese elektrischen Türen einfach nur verfluche. Denn Ragnar muss natürlich alles elektrisch haben, aber ja. Wie es auch im wahren Leben so ist, bin ich doch eher für manuelle Sachen. Ich bin zum Beispiel auch in Autos kein Freund von elektrischen Fensterhebern. Was? Ne, weil dann mal, ja, wenn da mal die Elektrik ausfällt, ne, ins Tittel. Das ist doch bescheuert. Wir haben hier einen ganz schönen Schatten, warte mal. Ich probiere mal noch was. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Gut, das ist quasi nichts, aber das ist ein anderes Thema. Ich werde mal einen Scheinwerfer noch wieder anklemmen. Ah, sag nicht sowas. Nicht, dass du jetzt irgendeinen Quatsch brauchst und alles fällt hier auf. Hör auf, lass es, Müller. Hör auf. Das wird super. Das wird super. Das machen wir jetzt noch. So, wir haben hier Strom. Hier Strom hinlegen. Ha, dann ist der an. Kann es nicht lassen. Nee, ich bin unbelehrbar. Ja. So, und dann richten wir den mal nach dahin aus. So, aber dann hier ein bisschen mehr Licht? Überhaupt nicht. Das ist ja super. Oh, da steht ja auch noch ein Geschützturm. Der ist gar nicht angeschlossen. Der macht quasi... Der kann aus. Warum ist denn der nicht angeschlossen? Das ist ja Humbug. Tinnif! Kannst du mir unten mal die... Lass es mal erwähnen. Nein. Wir haben nur noch 6 Minuten. Aber der ist auch tatsächlich nicht aufmunitioniert. Von daher ist es auch egal. So, wie ihr seht, ich habe hier ein Ingenieursbild. Ne? Also werde hier fleißig mit meinen Türmen durch die Gegend rotzen. Werde die nochmal auffüllen. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß, dazu zu gucken. Die sind auch schon leicht gemoddet. Okay, es geht gleich los, es geht gleich los. Ja, ich bin gespannt. Es ist tatsächlich weniger Licht, als ich gedacht hätte, aber okay. So. Gucken wir doch mal, wo die Messe kommt. Ich hoffe ja, dass die Minen ein bisschen was reißen, ne? Wo kommt denn das her? Das kommt von hier hinten. Ja, Alter, ist der schon. Der war ja mal schnell hier. Wo will denn der hin? Also sie fallen auf jeden Fall wie geplant in die Grube rein. Oh, oh ja. Scheiße, Müller, nein, oh, du musst meine Gruppe annehmen. Ich hab Friendly Fire, scheiße. So. Zack, ja, alles gut. Fast tot. So, jetzt ist es doof. Oh, ja, hier ist ja schon mal ein bisschen Action. Rums. Gut, der Turm funktioniert, das ist schon mal schön. So, oha, schon krieg ich Feuer, der erste Geier ist auch schon da. Und geht dich von hinten an. Das mit den Minen ist echt geil. Ich freue mich da ein bisschen drüber. Alter, hol doch nicht jetzt schon die Raketenwerfer raus. Warte doch, bis die Minen... Warte doch, bis die Minen das machen, ey. Du ballerst doch die Minen mit weg, das ist doch affig. Das war dumm, Michi. Das war echt ultra dumm. Ach, Quatsch, das war super. Nee, immer das Gleiche, weißt du? Du kannst es nie lassen. Du machst jedes Mal Blödsinn. Jedes Mal machst du Quatsch. Du Penner, komm, stirb. So, okay, ein paar sind schon mal reingefallen, das ist doch was Feines. Einige werden sicherlich drüber hopsen. Ja. Wow, Alter. Diese dunklen Cops brettern aber auch raus, ey. So. Einmal nachmunitionieren hier, der ist schon leer geschossen, der wahrscheinlich auch gleich. So, komm, füll auf die Hütte. Oha, ist gleich viel ruhiger, wenn die Dinger nicht schießen, ne? Ja. Ist... So. Ah, die wollen offensichtlich nicht mehr reinfallen da. Du sprengst dich nicht, du Penner. Wow, das... Okay, Feuer auf die Cops konzentrieren am besten. Ja. Müsst du mal sehen, oder? Stell dir mal diese an. Oh shit. Die Minen auf der Front sind auch echt schon weg, ne? Ja. Ist nicht mehr viel da. Okay, ein Springer ist rübergekommen. So. Das ist diese Assi-Cops, ey. Ich mag's ja, wenn die sich hier der Reihe nach aufstellen. Zack, zack, zack. Wow, fuck. Erwischt. Geier. Toter Geier. Schön. Oh, Jesus. Alter, es. Ich muss wahrscheinlich gleich erstmal aufmunitionieren. Aber diesmal sind tatsächlich diese Sprengwichser da. Oh, mir fällt gerade ein. Sag nicht sowas. Wenn die so jetzt kommen, dann. Ja, dann ist wieder Tille hier. So, ich bin wieder oben aufmunitionieren.
Zack. Und zack. Alter, es sind auch Unmengen, ey. Was Ragnar mit diesen Sprengwechseln meint, das sind neue Cops, die bloß einen roten, einen grünen Leuchtturm ja. So neu sind die auch nicht mehr. Du hattest sie das erste Mal gesehen. Ja, tatsächlich, aber weil die einfach später im Spiel erst kommen. Diese fucking Geier, ey. Nerven sie mich. Ja, das geht mir richtig auf den Brenner. Oh, die sind tatsächlich hier unten schon an der Mauer, ne? Mhm. Das sollten wir vielleicht ab und zu mal ein bisschen aufräumen. Sonst kloppen die uns das hier zu schnell kurz und klein. Gott sei Dank, wann gibt's eine Pumpgun? Ja. Und ich sehe gerade, die Teile laufen nicht mehr, ne? Ach, weil der Schalter hin und über ist. Scheiße. Die haben den Schalter zerlegt. Und das Relais. Deswegen laufen die nicht mehr. Fein, Alter. Das heißt, wir sind jetzt gerade... Erstmal gekniffen, ja. Ja. Oh, Jesus Christ. Ne, also tatsächlich war nicht deren Haltbarkeit das Problem am Ende, sondern eine ganz andere. Die Shotgun-Türme sind, glaube ich, auch schon leer geschossen. Da tut sich nicht mehr viel. So, wie sieht's hier unten aus? Da räumt mich hier gerade mit der Shotgun auf. Sehr schön. Das ist mein Job. Ist das so? Das ist mein Job. So. Okay. Health ist noch akzeptabel. Oh. Fucking Geier. Komm. Danke. Zack. Zack. Noch 1600 Schuss. Ich habe noch ein bisschen was an der Mache. Alter, was da unten an Loot liegt, ne? Das ist der Hammer. Ja, geht so. So, ich lade wieder einmal nach. Ne, Munition haben wir hier übrigens so um die, keine Ahnung, insgesamt mit allem Pipapo 20.000. Boah, da kommen eine richtige Masse an Geilen angeflogen. Ja, ja, ich bin dabei. Ich mach mir viel mehr Sorgen um diese dämlichen Dreckskops, ey. Die sich ja, sprengen, reißt das immer so Breschen rein. So. Okay, wird gerade ein bisschen ruhiger. Da hinten fliegt noch ein Geier. Ich merke auch gerade, ich habe noch den Schalldämpfer drauf. Das ist eigentlich voll dämlich. Ich stirb. Alter. Egal wo du hinschießt, triffst immer was. Ja. Diese Geier irgendwann auch anfangen zu kotzen, ne? Es ist so assi nervig. Okay, ich muss meine AK erstmal reparieren. Mach das. Ich fülle den ersten Turm auf. So, ich fülle den zweiten Turm auf und repariere ihn gleich. Der ist auch fast hin. Reparieren. Hast du mal die anderen Fronten irgendwie angeguckt, ob da was ist? Ich meine, die Türme haben das jetzt zum Glück ganz gut im Griff. Also hier an der Nordfront ist nichts los. Im Osten sieht es auch gut aus. Und im Westen nichts Neues. Im Westen nichts Neues, der Süden macht mir Sorge. Bisschen, der wird gerade... Wohl wahrscheinlich ist hier gerade Feuerpause. Ja, Counter ist übrigens eine Stunde sind wir bei, ne? Oh, guck mal da. Was los? Ja, jetzt spawnen sie weiter... Westlich. Neue Spawn-Seite. Da sind zum Glück noch Minen, die das wahrscheinlich bis eben so ein bisschen aufgehalten haben. Oha, meine HP sind ganz schön runter gerade, hab ich gerade gesehen. Ja, 125 habe ich noch. Nix, du sprengst dich nicht, du Assi. Du, ja, sehr schön. Die Minen reißen das tatsächlich ganz gut. Oh, ich wundere mich, warum es so ruhig ist. Meine Türme liegen natürlich hier auf der Seite. Ne? Die stehen ein wenig falsch. Rabimmel. Und hier laufen die Dinger auch schon nicht mehr. Warum das? Weil der Schalter kaputt ist. Diese Schalter gehen echt fix kaputt, ey. Da hätten wir wahrscheinlich mal was positionieren sollen, ne? Also nee. Meine Idee, nämlich auf meine Kappe. Ja, ich glaube, das ist noch nicht... Oh, jetzt ist die Knarre kaputt, ey.
Reparieren, ja. Bisschen zurückziehen und weiter geht die wilde Ballerei. Was kommt? Oh. Ihr Wichser. Alter. Die waren da gerade auf dem Weg zum Minenfeld, weißt du? Kommt nicht anders. Also beim letzten Mal war es gefühlt schlimmer. Da standen sie zu der Zeit tatsächlich schon hier unten vor der Tür. Ja, da waren sie schon in der Basis. Der Geschützturm haut zum Glück auch noch ein bisschen raus. Aber da war auch, ach du Heiliger, da war aber auch der gute Eike mit dabei, ne? Ja, genau, da waren wir halt zu dritt, ne? Das macht halt schon einen Unterschied. Einmal höheren Punkt werfen. So, was wollte ich denn jetzt? Ich wollte einmal das machen. Dann sieht Munition noch ganz gut aus. Nix, du sprengst dich nicht, du Assi. Okay, wir sind in der Basis. Echt? Ja, ich habe auf jeden Fall gerade welche in der Basis geschwind gesehen. In einem Loch. Ja, hier ist ein einzelnes Loch. Ich guck mal gerade. Aber ringsum ist alles frei. Oh, hier waren die auch schon einmal drin. Hier sind auch schon zwei Löcher. Warte mal, sind die hier schon in der Mitte? Nee. Ja, wir haben 4 Reihen Stahlbeton im Ring verbaut. Das ist ja doch recht üppig. Oh, den kill ich noch kurz. Hatten wir mal die Geier vom Hals? Ist gerade schlecht. Ich bin gerade am Nachladen. So, hier auf der Seite sind noch ein paar. Das wollen wir mal ändern. So, der ist hin. Boah, was ist denn hier unten los, ey? Boah, jetzt drückt gerade ein bisschen die Framerate. Oh, scheiße. Mhm. Mir geht's auch gerade mega an den Keller. Oh, Ferals. Ja, Ferals sind mir noch relativ wurscht. So. Ja, aber keine leuchtenden Ferals. Pisser, stirb. So, ist schon wieder der nächste Turm tot. Einmal nachladen. 18 Schuss hat er noch, ey. Nix. So, du räumst da auf. Du hast noch 126. Das ist ich halt einfach stumpf drauf, ich treffe alles. Ach, scheiß Geier, ey. Fick dich. So, ich habe tatsächlich gedacht, es geht ein bisschen heißer her. Aber gut, wir haben auch noch ein bisschen Zeit, ne? Meine Fresse. Die ersten, ich glaube, 1000 Schuss sind weg. Ja, ich habe keine 762er Munition mehr. Ich habe nur noch 126 Pumpgun Munition und den Zettel. Ich glaube, oben liegt noch was, ne? Kann sagen. Ich glaube, da ist noch ein kleiner Schwung. Stirb, die Bastard, die. Stirb, Bart, stirb. Die Bardi heißt das. Das, ja auch, alle. Alter, was macht ihr denn eigentlich hier? Seid ihr bescheuert oder was? Weißt du, was wir hätten machen sollen? Hier drin mal noch ein paar Emergency Shotgun Türme bauen. Aber es sieht ruhig aus. So, du wirst einmal auch munitioniert. Auf jeden Fall erstmal Munition von dem Mann. Mach das. Ich lass mir derweil von Geier ein paar von Latz hauen. Ja, fuck, unsere Munitionskiste ist wirklich kaputt. Ja, das ist übel. Ich renne gerade von einem Geier weg, weil ich keine Waffe in der Hand hatte. Brauchte ich gerade echt 2 Schuss, um den scheiß Geier wegzumachen? Das kann doch nicht sein. Tja, hättest mal so einen Hunting-Mod eingebaut. Ich bin gar nicht mal voll auf eine Mine geballert. Also wenn die Mine zwischendurch immer nochmal einschlägt, ist echt geil, ne? Zack, und die XP fließt. Ja, steht's in FPS. Der Shotgun-Turm ballert zum Glück auch noch. Du hältst die Fresse. Stirb, du Assi. Und trotzdem, die Gegner, die ich am meisten hasse, sind immer noch Bauarbeiter. Warum sind meine Türmchen so ruhig? Weil einer leer ist. Ja, bei den Bauarbeitern merkst du, dass Helmfeld ist, ne? Ja, definitiv. So, aber trotzdem, ich finde diesen Turret-Build, also diesen Engineers-Build, total geil, ey. Die Türme sind der Shit. Ja, das macht auf jeden Fall einen mega Unterschied. Ich freue mich so auf die Alpha 19, wenn der Dings dazu kommt. Die Drohne noch.
Ich baller hier gerade einfach nur stumpf den Weg hoch, ey. Wo du hinschießt, triffst du was. Ich sehe mal die Nordfront. Ja. Alter, der Graben ist so voll geschissen. Ja. Hau ab, du Scheißgeier. Alter. Und es ruckelt fleißig vor sich hin. Meine Fresse. Alter Vater, laufen hier die. Ja, hier laufen die Sensen aber noch. Das ist schön. Und hier sind noch die Minen. Also jedes Mal, wenn sie die Front wechseln, bin ich ja ganz glücklich, ne? Dann haben wir auf jeden Fall wieder Minen am Start. So, der ist auch schon wieder leer. So, einmal reparieren bitte. Zack. Dum, 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 dum. Die machen auch einen Lärm, die Teile. Meine Fresse. Ah, scheiße, jetzt habe ich. Ich wollte noch gar nicht reparieren. So. Oh, meine AK ist auch schon wieder im Arsch, ey. Ich bin hier tatsächlich mehr im Menü am rumcraften als alles andere. Ne, ständig reparieren, ständig nachladen. Ah, oh, fick dich, du explodierst hier nicht, du Assi. Ja, aber das kann in den Augen weh, Alter, diese Framework-Einbrüche, ne? Da habe ich ihm extra einen neuen Rechner gebaut, aber dafür ist der auch nicht ausgelegt. Also ich meine, ja, also, aber zur Verteidigung ist wahrscheinlich kein Mittelklasse-Rechner. Ne, ja, also da strauchelt tatsächlich sogar mein PC. Und der ist mit seiner 1080 Ti eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Du stirbst schon auf dem Weg, mein Freund. So. Alter, du lässt den Turm mal schön in Ruhe da. Und du Bastard haust auch ab. Wie sie einfach wieder ins Loch reinfallen. Finde ich gut. Wir wissen auch nicht so richtig, wo sie hin sollen, habe ich das Gefühl. Den wollte ich gerade abknallen, den du gerade mit dem Raketenwerfer hochgejagt hast. Das war Dynamit. Ja, viel besser. So, oh, rechts. Nordflanke ist angesagt, Mignon. Da sprengt es mir gerade entgegen. Wow. Das war nicht zu knapp. Ist auch ein geiles Feuerwerk, ne? Ich stehe drauf. Ich stehe drauf wie Hulle. Das macht schon mega Bock tatsächlich. Also Minen ist das Geilste, was hier erfunden wurde. Diese Bonbon-Minen. Oh, jetzt haben wir hier auch die Sprengheinis. Ah, das ist nicht gut. Nee. Da hat einer gerade den nächsten in die Mine geschmissen. Danke. Alter, wie ich sein Herz nicht treffe. Alter, geht doch. Scheiß Supersoldatenviecher, ne? Die reißen uns jetzt alles ein. Ja, ich glaube auch. Vor allem, die reißen so scheiß große Löcher in den Boden. Das ist so zum Kotzen. Wir waren beim letzten Mal tatsächlich den ganzen Tag dabei, diesen Piss wieder aufzubauen. So. Ich halte jetzt tatsächlich nur Ausschau nach diesen Explosionswichsern. Alles andere ist mir relativ gleich. Oh, da brennt's. Ja, das war ein Molotow-Cocktail von mir. Nett. Ja. Ich hole mal die Türme wieder rüber, ne? Die machen ja hier gerade überhaupt keinen Sinn. So. Nummer 1. Ich habe das Rad ja nämlich schon ein bisschen vermisst jetzt. Ich glaube, die haben gleich 3000 Schuss davon durchgeballert. Wow. Na, hier ist ja Action. Boah, Ruckel. Fuck, ich hasse es, ey. Ja, aber es kann auch sein, dass es an der Optimierung liegt, oder? An der Optimierung? Ja. Was für eine. Achso, ja. Ja, aber trotzdem, sowas ist halt immer recht aufwendig. Dieses Spiel ist halt einfach CPU-lastig. Das ist schon wieder so ein Sprengkopf-Heini. Alter, wie ich einfach da nicht sein scheiß Herz treffe. Was ist denn da los, ey? So, geht doch.
Wow, was ist denn jetzt los? Hast du noch Raketenwerfer dabei? Dann hätte ich hier gerade ein drohendes Ziel. Ich habe keine Munition mehr. Tja, danke. Schön, dass du sie so früh verbraucht hast. Ja, Mann. Ah, fucking Geier. Du Ficker, Alter, du bleibst jetzt mal stehen. So, jetzt drehe ich um. Sehr schön, erwischt. Ja. Rabimmeln und reißt seine Kumpels mit den Tod. Oh, ich habe keine Mumpel mehr. Ich habe hier zum Glück vorne noch ein bisschen was nachproduziert. Oh, da ist noch einer, da ist noch einer. Den habe ich. So. Alter, jetzt drehen sie nochmal richtig auf hier. Und wir haben noch anderthalb Stunden. Hast du die mit der Dings überhaupt erwischt, ne? Da hinten kommt noch einer. Ja, ja, Skillung im Arsch. Fick dich, Alter. Ich habe 5 geskillt, hallo? Fuck. Jetzt. Alter. So, geht doch. Türme wieder mal leer. Und halb kaputt. So, auch gleich reparieren bitte. Und auch nochmal aufmunitionieren. Meine Türme sind übrigens gleich Geschichte. Die haben gleich keine Mumpeln mehr. So, dann ist das so. Die rotzen jetzt noch einmal leer und dann ist es so ziemlich vorbei. Oha, jetzt geht's auch im Osten. Ja, da liegen ja zum Glück noch Minen. Alter, ich habe 9 Fertigkeitspunkte, habe ich gerade gesehen. Okay, das ist... Ich würde es umwerfend nennen. Alter Vater, ey. Jetzt stirb. Mit Kopfschüssen kannst du mittlerweile auch schon wieder vergessen, ey. Oh, da ist wieder so ein Wichser. Jetzt komm schon. So, der liegt. Ja, beim letzten Mal musste ich tatsächlich dann auch in den nuklearen Nahkampf gehen. Und bin dann unten mit meinem Dings rumgelaufen. Das war einer, das war einer. Mit meinen Knuckles. Wo? Direkt unter dir. Ja. Du bist mir gerade genau in den Schuss gerannt. Ich glaube, ich hätte ihn sonst gehabt. Ja, ja. Weißt du mal, wie ich mich damals immer gefühlt habe? Jetzt kriege ich ihn. Warte. Ah, er ist ins Loch gefallen. Ich komme nicht ran. Ich habe ihn da runtergeschossen, du Trottel. Ja, er macht es ja nicht besser. Er ist am Loch und jetzt kommt. Oh, scheiße, Waffe kaputt. Der regt mich auf. Hast du ihn schon? Naja, er bewegt sich auf jeden Fall nicht mehr. Das ist ja mal ein Anfang. So, du weg. Oh, da ist unser Turm auch weg. Sie einfach in den Graben fallen und zersetzen. Jetzt, gleich. Achtung. Weg sind sie. Ich finde das gut. Oh shit, ich muss meine Waffen reparieren. Ich gehe gleich nochmal hochgucken. Ich glaube, ich habe da noch ein bisschen was für die Türme hingeschmissen. Und hol dann gleich auch nochmal ein paar Mumpeln. Aber ansonsten ist hier gerade die Hölle los, ey. Oh ja, in der Kiste ist nicht mehr viel drin. Nee, hier ist gar nichts mehr. Hol ich meine Reservemunition noch. Bisschen Eisen ist hier noch, die bringt aber nichts. Scheiße. Also gleich ist Munition Tille, ne? Ich habe noch 400 Schuss, meine Türme sind... Willst du noch 9mm haben für die F5? Nicht, wenn du noch brauchst. Davon habe ich noch genug. Habe ich bisher auch noch nicht angerührt, tatsächlich. So, die können auch mal schießen, solange sie Lust haben. Ist das nicht langsam mal vorbei? Oh, geil. Alter, jetzt komm. Kann es sein, dass das Licht ausgefallen ist? Kommt. Wow, was ist denn hier los? Alter, kommt mal klar. Da war die Shotgun gerade echt angebracht. Da ist nochmal ein Kopf. Ja, das Licht ist definitiv weg. Ist nämlich stockfinster, ey. Aber die rechte Flanke hat noch Klingensupport. Hatte bis eben. Norden hat auch noch ein bisschen. Naja, vor allem haben wir hier im Osten. Oh shit.
Noch ein paar Minen liegen, ne? Also von mir aus können die hier weiterkommen. Und es spawnen immer noch welche nach. Das gibt's doch nicht. Ja, ist gleich ruhig. Schon 3.33 Uhr. Ja, wird auch Zeit. Alter, was steht denn hier ja, unten alles, Alter? Müssen wir nur mit dem Rest noch. Ja, wie gesagt, nuklearer Nahkampf. Das ist halt so. Ne, hatten wir beim letzten Mal auch, hat auch funktioniert. Das wütet und brodert. Alter, ist ja auch nicht mehr mit Zielen angesagt, ey. Woher kriegt ihr jetzt schon wieder Schaden? Ey, ich glaube, ich hatte 3000 Schuss für die Türme, ey. Die sind alle weg. Also hier kreist irgendwo noch ein Geier. Wo ist der? Ich kriege dauernd von irgendwem Damage und weiß nicht, wo das herkommt. Ein Schlachtfeld, alter Vater. Leck mich fett. Oh, da ist noch so ein Sprengheini. Komm her jetzt. Erwischt. So, gleich mal Skaboom. Das hat uns dann auch die Fallen da weggerissen. Die sind zum Glück gar nicht mal so teuer. Diese Kreiseldinge. Wir müssen das mit der Verkabelung irgendwie anders machen. Ah, die sind auf jeden Fall hier drin. Echt? In der Base. Ja, ja. Oh, tatsächlich. So, das Wort heißt Nukular. So, unsere Türen. Können wir die noch aufmachen? Ich bin mir gar nicht sicher. Gucken wir mal. Jo, die Türen gehen noch auf. Okay, jetzt macht gleich Bumm. Wow. Wo kommen die denn hier? Hä? Was ist denn hier los? Komm her, Meister. Okay, letzte Minute. Ja, ich bin schon unten und prügel mich hier rum. Wupp, wupp. Okay. Ja. Man will ja ein bisschen was davon haben, ne? Nee, das ist aber nicht prügeln, Michi. Das ist abknallen. Ja, weil ich es kann. Und was Freude macht. Jetzt auch noch das letzte bisschen Munition hier verballern. Das sind mir die richtigen. Zack, hat die Fresse. Schön den Kopf weggeballert. So, Loot einpacken. Ja, 1200 Papier geht ab. Nehme ich doch gerne. Aber ich sehe das schon kommen. Das ist größtenteils Müll. Yeah, das ist sehr schön flüssige Frames zu haben. Ja, ne? Eisenschaufel Level 6. Oh, Stahlarmschienen Level 5. Das hingegen finde ich doch ganz gut. So, ich esse mal was. Meine Güte, ich bin hier schon wieder überladen. Was kann denn hier? Hier sind tatsächlich noch relativ viele Minen. Ja, wie ihr seht, hier zwischen den Dingern, die haben halt immer aufgestellt, damit wir wissen, wo ungefähr die Minen liegen. Mhm. Ja, und das hat auch ganz gute Dienste geleistet. Ein paar Dinger drehen sich hier tatsächlich noch. Ich bin ja erstaunt. Ja, ein bisschen Dukes, eine Quest. Na gut, die brauchen wir jetzt nicht. Ja, komm, wird zerlegt. Hui. Haufen Geld haben wir auf jeden Fall. Was ist das denn? Schutzanzugjacke. Oh, die behalte ich aber. Militärweste Level 1. Das kannst du ja auch klemmen, ey. Und die Dose mal einem weg. Was kann ich denn hier noch? Boah, das tat weh im Ohr. Und hier liegt immer noch so viel Loot. Ich kann gar nichts mehr tragen, ey. Oh, ein Blasebalg, den können wir gebrauchen. Ach, fuck den Scheiß. Nehmen wir lieber das mit. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Mir hat es irre Spaß gemacht. Oh, jetzt bin ich hier reingefallen. Du hast nicht zufällig ein paar Kisten dabei? Nee. Du kannst aber auf der anderen Seite rausgehen. Ach ja, die müssen ja hier auch irgendwie rein und rausgekommen sein. Herausforderung, gib mir ein Sie. Hier nicht. Gucken wir mal. Oh. Nee, hier kann ich definitiv nicht rausgehen, Alter. Ich bin auch gerade auf der Seite. Ja, ich bin aber gerade so rumgelaufen, dass ich durch die Fallen durchgemusst hätte. Und die, Alter, das sieht ja geil aus. Ich habe auf beiden Seiten tatsächlich diese blöden Fallen. Kommt da recht schlecht vorbei. Also ich komme hier nicht raus. Aua, das tat weh. Habe ich einen Bohrer dabei?
Alter, die Dinge sind total im Arsch. Hab ich einen Bohrer? Hab ich einen Bohrer? Nee, hab ich auch weggegeben. Scheiße. Also ich komme hier gerade nicht raus, tatsächlich. So, hier eventuell. Oh, hier. Au, 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 au. Ich glaube, wir könnten die Fallen mal ausstellen. Ich kann gerade noch nicht rein. Wieso? Oh, hier ist zu, ja. So, so, so. Ich mach mal Türen auf. So. Und ich stell mal die Fallen aus, ne? Ja, bitte. Gehabt das wunderbar aufs Maul. Meine Fresse. Herrlich. So, was ich ausstellen konnte, habe ich hiermit ausgestellt. Wir greifen jetzt noch fleißig ein bisschen Loot ab, Leute. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach mal einen Daumen da. Lasst ein Like da. Und ich weiß jetzt echt eine Stunde? Nee, eine halbe Stunde nur. Warum war es nur eine halbe Stunde, Michi? Weil es halt ziemlich fix vorbei ist. Ja, aber eigentlich ist es auch immer eine Stunde Blutnacht. Stunde Tag, Stunde Blutnacht. Wir haben hier eine Menge Vorbereitungszeit, aber die münzen wir ja auch in die Blutnacht eigentlich immer um. Hm. Naja, nichtsdestotrotz laufen hier immer noch die Scheißdinger, warum auch immer. Ich habe mich ausgestellt. Ja, aber wie gesagt, wenn es euch so viel Spaß gemacht hat wie mir, und mir hat es eine Menge Spaß gemacht, hier ist zwar alles in den Binsen, rundrum alles im Arsch wieder. Wir werden wieder 3 Tage mit dem Aufräumen beschäftigt sein. Ja, kommt hin. Ja, aber trotzdem, wir werden dann wieder 5 Millionen Minen craften. Ich glaube, ich werde noch mehr craften, Alter, einfach nur, weil es geil ist. Oh, ich kann jetzt einen Gips machen. Ist das nicht toll? Endlich. So, wir können uns das Ganze ja auch nochmal auf dem Weiten angucken. Wie gesagt, ein paar Minen liegen hier tatsächlich noch. So, eins weiß ich, ich werde noch mehr Minen bauen und den Gürtel noch weiter ziehen, weil ich es einfach geil finde. So. Ja, es hat schon die es Nord- hat ein schönes Feuerwerk. Sagen wir es mal so. Ja, ich fand die Idee gut. Also die Nordostseite hat ganz schön gelitten, da sind sie echt hart eingebrochen, aber da kamen ja nachher auch diese Sprengwichser. Das ist halt echt evil. Dann liegen hier echt noch erstaunlich viele Minen auf der Nordseite. Die Türme stehen auch noch, also die Shotgun-Türme. Ich guck mal, haben die noch Mumpeln? Die haben sogar noch Munition, der eine auf jeden Fall. Also die Westseite geht. Da habe ich schon Schlimmeres erlebt. Fehlen ein paar Blöcke, klar. Da ist der Turm aber leider auch weg. Und ja, im Süden steht fast gar nichts mehr, ne? Das hat die Hauptwucht abbekommen tatsächlich. Und der Turm steht auch noch, hat aber keinen Strom und auch noch fast seine ganze Munition. Der hat also nicht lange geschossen. Oh, ich habe eine Nachtsbrille gefunden und Scheiße. Ich anders aus als sonst. Hä? Was heißt denn anders als sonst? Naja, also ich in früheren Versionen war das Tragen der Nachtsichtbrille ultra scheiße. Das ist doch jetzt immer aber noch. Jetzt finde ich das eigentlich wesentlich besser. Findest du den Grün echt? Ich finde diesen Grünstich echt schlecht, schrecklich. Also, ich sehe damit gefühlt gar nichts. Echt nicht? Ja. So schlechte Augen wahrscheinlich. Ja, genau. Daran liegt's. Oh, hier noch ein bisschen Mumpeln gehabt. Zack. Jo, also, jetzt sind wir wirklich am Ende, ne? Wenn es euch Spaß gemacht hat, wie gesagt, Like, Abo, Kommentar, was auch immer. Guckt mal bei Nobody ja. Nerd vorbei. Genau, guckt mal beim Nerd vorbei. Was haltet ihr von unserer kleinen Blutnachtbasis? Ich finde die eigentlich ganz cool. Ne, also die nutzt halt wenig Exploits und sowas aus. Das finde ich immer ganz angenehm. Ne, weil hier rumbescheißen ist irgendwie auch affig. Ne, aber sie hat für ihre Wanddicke eigentlich ganz gut gehalten. Die hat ja nur 2 Wände tief. War doch ganz cool, oder? Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ne? Genießt noch. Ach ne, das Osterwochenende ist vorbei, wenn ihr das hier seht. Genießt die Zeit. Ne? Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Ragnar Bertelsmann.